Warum braucht Wissenschaft eigentlich Kritik? Kritik ist ja, gerade in der Alltagssprache, nicht besonders attraktiv. Wenn man kritisiert wird, das fühlt sich nicht angenehm an. In der Wissenschaft übrigens ist es dann ähnlich. Aber Kritik ist trotzdem wichtig, denn Kritik ist die Voraussetzung dafür, etwas besser zu machen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir Menschen lernen. Denn wenn wir Menschen lernen, wir lernen sehr viel über Versuch und Irrtum. Das heißt, wir probieren erstmal etwas. Wenn wir damit Erfolg haben, machen wir es weiter. Wenn wir damit keinen Erfolg haben, hören wir auf. Und wenn wir damit Erfolg haben, werden wir wahrscheinlich immer wieder dasselbe Verhalten an den Tag legen, dieselbe Methode probieren. Obwohl vielleicht jemand von außen erkennen könnte, dass wir etwas zu umständlich machen oder über einen anderen Weg besser zum Ziel kämen. Und dafür braucht es Kritik. Nämlich, dass jemand von außen auffällt, dass wir an einem bestimmten Punkt einen blinden Fleck haben. Und mit diesem blinden Fleck haben sich zwei Wissenschaftler beschäftigt, die das Johari Window entwickelt haben. Und wenn man sich jetzt fragt, warum heißt das Window, ist relativ klar, weil die Skizze hier an ein Fenster erinnert. Und warum heißt es Johari? Kleiner Fun Fact, weil nämlich der eine der Entwickler heißt Joe und der andere heißt Harry. Viel wesentlicher ist aber dieses Fenster hier. Und dieses Fenster, diese unterschiedlichen Teile des Fensters, sind entsprechend benannt. Also hier steht mir. Mir ist bekannt, mir ist nicht bekannt. Anderen ist bekannt, anderen ist nicht bekannt. Und so ist zum Beispiel dieses Feld hier, zeichnet sich dadurch aus, dass es mir bekannt ist und anderen bekannt. Also beispielsweise, dass ich einen schwarzen Pullover trage gerade oder dass ich hier in meinem Schaukelstuhl sitze. Das ist Ihnen bekannt, das ist mir bekannt, das ist die öffentliche Person. Und dann gibt es aber auch noch Dinge, die beispielsweise mir bekannt sind, Ihnen aber nicht bekannt. Das wären meine Geheimnisse. Nicht so interessant hier, ja. Und so das ganz große Fragezeichen wäre dann entsprechend die Dinge, die mir nicht bekannt sind und Ihnen auch nicht bekannt sind. Das interessiert hier an dieser Stelle auch nicht. Aber was Ihnen offensichtlich ist, was den Menschen, was anderen Menschen offensichtlich ist, was einer betreffenden Person, wie in diesem Fall jetzt mir, aber nicht offensichtlich ist, das kann ich durch Feedback. Also das ist der sogenannte blinde Fleck, und diesen blinden Fleck kann man eben durch Feedback, durch eine Rückmeldung, durch Kritik entsprechend beseitigen. Und deswegen ist in der Wissenschaft diese Kritik sehr wichtig, denn Wissenschaft beginnt eigentlich in dem Moment, in dem ich kritisiere, in dem ich feststelle, dass etwas nicht so sein muss, wie es ist, sondern dass etwas anders besser sein könnte oder dass ich etwas anders und besser machen könnte. Und das ist im Prinzip der Impuls für Wissenschaft. Und deswegen ist Kritik und Wissenschaft eine wirklich interessante Verbindung, und deswegen ist Kritik für die Wissenschaft auch so wichtig.